Das MDR Kultur Kalenderblatt. Und da schauen wir zurück ins Jahr 1945, als die sowjetischen Truppen Anfang Februar die Oder überschritten. Da waren es nur noch 200 Kilometer bis nach Mitteldeutschland. Die Amerikaner kämpften dann noch fast 400 Kilometer entfernt im Ruhrgebiet. Doch der Sturm auf Berlin, der forderte alle Kräfte von den Sowjets und Stalin wollte nun diese prestigeträchtige Eroberung der Hauptstadt ganz allein für sich verbuchen. So konzentrierten die Sowjets ihre Streitkräfte um Berlin und die Amerikaner stießen nach Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vor. Unser Kalenderblatt von Hartmut Schade und Conny Wolter erinnert dran. Kämpfe um Halle, Dessau, Leipzig und Chemnitz gehen weiter. Leipzig von drei Seiten umgeben. Auch Halle ergibt sich. In Magdeburg, Zerbst, Eilenburg und Leipzig sind lokale Wehrmachtskommandeure und die NS-Bürgermeister gewillt, den Befehl des SS-Reichsführers Heinrich Himmler zu befolgen. Keine deutsche Stadt wird zur offenen Stadt erklärt. Jedes Dorf und jede Stadt werden mit allen Mitteln verteidigt und gehalten. Alle Mittel. Das heißt im Falle Leipzigs quergestellte Straßenbahnwaggons auf den Ausfallstraßen und 16, 17-jährige Hitlerjungen mit Panzerfäusten sollen die amerikanische Armee aufhalten. Die will so kurz vor Kriegsende wenig Soldaten noch verlieren und setzt rigoros ihre überlegene Artillerie und Flugwaffe ein, stößt sie auf Widerstand. Zerbst wird so in einem tagelangen Trommelfeuer fast komplett vernichtet. Und von Magdeburg informiert der Wehrmachtsbericht vom 11. April. Hitlerjugend und Reichsarbeitsmänner haben den Vormarsch der amerikanischen Panzer in Richtung Diesdorf gestoppt und 8 Panzer vernichtet. Die Folge? Das zur Festung erklärte Magdeburg erlebt in den nächsten Tagen noch einmal heftige Bomberangriffe, ehe am 19. April die weiße Fahne gehisst wird. Die Tage bis dahin haben die Nazis genutzt, um die Spuren ihrer Taten zu verwischen. Akten werden in den städtischen Krematorien von Magdeburg und Leipzig verbrannt, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Hitlergegner erschossen. 4000 Häftlinge der Leipziger KZs Richtung Osten getrieben, schreibt Dieter Kürschner in seiner Militärgeschichte Leipzigs. Alles, was sich vor Hunger und Entkräftung nicht mehr fortbewegen konnte, wurde gnadenlos erschossen, erschlagen, bei lebendigem Leibe in einer Strohmiete verbrannt. Hinter Freiberg lebten noch etwa 800 Häftlinge. In Leipzig appellieren derweil Oberbürgermeister Freiberg und Polizeipräsident von Grohlmann an die Bevölkerung, durchzuhalten. Letztere versichert, dass die Polizisten mit den Leipziger Volksgenossen alle Beschwerden und Sorgen teilen und ihnen in dieser ernsten Lage wie stets ein Freund und Helfer zu sein. Am 18. April rollen die ersten Panzer in Leipzig ein. 24 Stunden später ist Leipzig bis auf das Völkerschlachtdenkmal und das Rathaus in amerikanischer Hand. Die 150 Volkssturmmänner im Rathaus ergeben sich nach dreimaligem Beschuss des Gebäudes, berichtet BBC-Reporter Edward Ward, der eine halbe Stunde später am Rathaus eintrifft. Und mit dem Fall des Rathauses war Leipzig so gut wie gefallen. Am östlichen Rand der Stadt wurde immer noch gekämpft, dort, wo einige fanatische Mitglieder der Hitlerjugend weiterkämpften. Heckenschützen schossen noch vereinzelt. Aber eigentlich war alles vorbei. Der östliche Rand der Stadt ist das Völkerschlachtdenkmal, in dem sich Oberst von Poncet mit ca. 100 Mann verschanzt hat. Er kämpft noch bis zum Morgen des 20. April. Dann ist Leipzig endgültig befreit. Die Straßen waren überfüllt mit Deutschen, die den Fall ihrer Stadt recht unbekümmert aufzunehmen schienen. Die Leipziger sind, ebenso wie die Magdeburger oder Quedlinburger, einfach froh, den Krieg überlebt zu haben. Vor 45 Jahren kämpften die Amerikaner Mitteldeutschland frei sozusagen. Das war unser Kalenderblatt von Hartmut Schade und Conny Wolter.